Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene. Diese Worte Gottes stehen im Buch des Propheten Jesaja. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Babylon, in der Fremde, einer fremden Kultur, einem fremden Herrscher ausgeliefert, fern der Heimat, fern vom Tempel. Es war ein Lernprozess, den die Israeliten durchgemacht haben. Zuerst dachten sie, Gott hat uns verlassen. Doch dann begriffen sie, auch dort in der Fremde, auch dort ist Gott gegenwärtig. Und sie erinnerten sich, das, was ihnen geschehen ist, davon hatte Gott doch schon geredet. Sie erinnerten sich an die Ermahnungen, die durch die Propheten immer wieder zu ihnen kamen. Und sie begriffen, diese fremden Heere, die waren ein Werkzeug in der Hand unseres Gottes. Gott ist so groß und mächtig, dass er stärker ist als die babylonischen Heere, stärker als alle diese Könige und Herrscher. Und Gott redet wieder. Er sagt zum einen durch den Mund des Propheten, siehe, was ich früher verkündigt habe, das ist gekommen. Erinnert daran, ich habe doch zu euch gehalten, aber ihr habt euch abgewandt. Ich bin da, trotz allem. Und er sagt, ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende. Dass Gott sagt, ich war still, das entspricht ganz oft unserem Empfinden. Wie oft erleben wir es, dass wir nach Gottes Nähe suchen, dass wir ihn rufen und den Eindruck haben, er ist fern, er hört uns nicht. Und Gott wendet sich uns wieder zu. Es gibt solche Zeiten, in denen wir uns von Gott fern fühlen. Aber dann ändert es sich wieder. Dann ändert es sich und wir begreifen, Gott war doch die ganze Zeit da. Gott ist doch mit uns gegangen, auch auf den schweren Wegen. Den Israeliten in der Gefangenschaft sagt Gott den Satz, der uns heute durch den Tag begleitet. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Unebene zur Ebene. Das Dunkel hört nicht auf, sondern es wird vom Licht überstrahlt. Das Licht kommt in die Finsternis und der Weg, der vor uns liegt, er wird gangbar. Der Weg, den wir gehen sollen, wird trotzdem anstrengend sein, vielleicht. Aber es ist der Weg, den wir unter Gottes Schutz und Gottes Geleit gehen. Weil er bei uns ist, darum ist die Finsternis nicht mehr finster. Darum sind die Hügel leicht zu begehen, leicht zu überwinden. Das, was sich uns in den Weg stellt, es hindert uns nicht mehr. Mit Gottes Begleitung gehen wir unseren Weg. Diese Erfahrung haben die Israeliten in der Gefangenschaft gemacht. Diese Erfahrung haben unsere Väter und Mütter im Glauben immer wieder gemacht. Sie soll uns ermutigen, auch heute. Amen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit, dass ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit, dass ich dir danke, dass du deiner Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Mein Gott,
Ich bin bewahrt geblieben in mancher Gefahr. Du bist bei mir gewesen und hast mich beschützt. Vergib mir meine Angst, meine Sorgen, meinen Unglauben. Du bist mein Halt, der Boden, der mich trägt, das Dach, unter dem ich wohne, der Friede, in dem ich einschlafe. Ich danke dir, Gott. Amen. Musik.